Der Mann, der in die Kutsche stieg, nannte sich Möller. Es war gegen 3 Uhr am Morgen des 3. September 1786. Tags zuvor hatte man den Geburtstag des Großherzogs gefeiert. Der Reisende war der einzige Passagier des Kutschers. Und er führte kaum Gepäck mit sich. Das Ziel seiner Reise lag im Süden. Der Mann, der sich Möller nannte und lange Zeit streng darauf achtete, dass sein Pseudonym nicht gelüftet wurde, war gerade 37 Jahre alt geworden, trug den Titel Geheimrat, hieß Johann Wolfgang von Goethe und sein Ziel war Italien. 11 Jahre zuvor, im Herbst 1775, war das Land jenseits der Alpen schon einmal sein Ziel gewesen. Der Vater hatte ihm, dem jungen, so überaus erfolgreichen und populären Dichter, der Leiden des jungen Werther, die Reise empfohlen. Der Aufenthalt in der Fremde sollte wieder etwas Fasson in das Leben seines Sohnes bringen. Goethe verließ Frankfurt, kam bis nach Heidelberg. Das war immerhin fast eine Tagesreise. Da erreichte ihn dort ein Brief des Weimarer Erbprinzen Karl August mit der dringenden Einladung, an dessen Hof als Ministerialrat zu kommen. Und wie es Brauch unter Erbprinzen mit Stilgefühl war, schickte Karl August nicht nur jenes Schreiben, er schickte auch gleich noch ein Dienstfahrzeug, eine äußerst vornehm ausgekleidete Kutsche aus dem herzoglichen Fuhrpark. 2, vielleicht 3 Tage später sehen wir den immer noch beneidenswert jungen Goethe am Hof von Weimar. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon darauf hingewiesen, verglichen mit dem Leben vieler anderer Schriftsteller ist der Werdegang unseres Dichterfürsten kein Geheimnis. Es ist vielmehr nahezu im forensischen Detail durchleuchtet, ja durchschüttelt worden. Von peniblen und von einfallsreichen Germanisten, von nachgeborenen Schriftstellern, denken Sie nur an Thomas Mann oder an Martin Walser, die sich seiner oder der Lebensumstände seiner Figuren anvernommen haben. Unser deutsches Wort Industrie beruft sich auf das Wort Geschäftigkeit. Diese Geschäftigkeit, auf Johann Wolfgang von Goethe bezogen, hat zu einer, verzeihen Sie, mittlerweile weltweit betriebenen Industrie von Goetheania geführt. Wir wissen, übertrieben gesagt, von jedem Anlass, zu dem Goethe, aha, vielleicht auch nur nun ja gesagt, bisweilen aber vielleicht nur mehr oder weniger bedeutend rätselhaft den Kopf geschüttelt haben soll. Das ist gewiss erhellend für das Gesamtwerk und ich hebe den Tatbestand in diesem Zusammenhang nur deswegen hervor, weil in der Fachwelt ziemliche Klarheit darüber zu bestehen scheint, warum Goethe dem Ruf nach Weimar folgte, es mir aber seit jeher ein wenig schleierhaft ist, warum jener Erbprinz auf den Gedanken kam, ausgerechnet Johann Wolfgang Goethe, diesen in des Wortes wahrem Sinne wilden Dichterling, dessen Reputation sich ja recht betrachtet erst auf 2 Werke bezog. Warum also dieser Goethe ausersehen wurde, wichtige Staatsgeschäfte des Fürstentums zu führen? Wie gesagt, es scheint hinlänglich geklärt, warum Goethe den Posten annahm. Er war durch den Erfolg des Werther zu einer Art Markenname geworden, der ihn festlegte. Sturm und Drang und alles, was dafür stand. Bruch mit den stockkonservativen Konventionen der Zeit, gefühlvollste Liebesblicke bis zur Erschöpfung der Wimpern, Schmachten, Sehnsucht, Verlust. Und das alles in einer Sprache, die sein Publikum in eine mehr als nur literarische Ekstase versetzte. Wenn Sie mir, verehrte Zuseher, den ganz dummen Vergleich verzeihen, ein Popstar, wenn auch natürlich auf allerhöchstem künstlerischen Niveau. Klar, so sagt es die Germanistik, so sagt es die Goethe-Forschung an der gerade bezeichneten Stelle der Biografie. Ein Genie wie Goethe merkte in diesem Moment seines Lebens, so kann das nicht weitergehen. Jetzt brauche ich Beschränkung, brauche ich Disziplin. Der Genius in mir verlangt nach geregelten Verhältnissen, nach einer neuen, einer strengen Ordnung, um durch sie diese meine ungestüme, geballte Energie in neue Kraft- und Wirkungsfelder zu führen. Also, ich werde ganz einfach
Ministerialrat. Soweit so Goethe, so die Germanistik, kein Zweifel, so oder so ähnlich wird es auch sich zugetragen haben. Aber wenden wir den Fall, wenn Sie, verehrte Zuseher, gestatten, einmal auf seine politische Kehrseite. Da beruft ein junger, gerade nicht mehr minderjähriger Regent ausgerechnet einen jungen Dichter in ein relativ hohes Staatsamt. Stellen Sie sich einmal vor, König Ludwig II. Von Bayern hätte den Komponisten Richard Wagner nicht nur finanziell großherzigst aus der Staatsschatulle unterstützt, er hätte ihm sogar einen Platz in seinem Finanzministerium verschafft. In Bayern, das wissen wir, ist vieles denkbar, doch so weit reicht nicht einmal unsere Fantasie. Bayern ist nicht Weimar. Denn dieser junge Goethe hatte nun einmal, betrachten wir nur seine berufliche Qualifikation, ziemlich schlechte Karten für die neue Position am Hof in Weimar. Klar, er hatte auf Drängen des Herrn Vater, des in Frankfurt am Main erfolgreich umtriebigen Geschäftsmannes und kaiserlichen Rates Johann Caspar Goethe, ein Studium der Rechte an der Universität Leipzig begonnen und später in Straßburg abgeschlossen. Abgeschlossen. Mit einem halbwegs passablen, den Vater aber keineswegs in Glücksträume versetzenden Examen. Doch immerhin taugte es zum Referendar. Hätte es zu den niederen Fußsprossen einer Karriereleiter gereicht, doch wir sagen das in aller Verehrung vor der Profession der Rechtslehrer, so ein richtig vielversprechender Verwaltungsjurist kann Johann Wolfgang Goethe nicht gewesen sein, als ihm ein Staatsamt in Weimar angeboten wurde. Naturgemäß beriefen Karl August und die kunstsinnige Anna Amalia nicht den Juristen, sondern den Dichter Goethe an ihren Hof. Aber dieser Dichter kehrte gleichsam die negativen Vorzeichen seiner Juristenkarriere um und verwandelte sich in chamäleonhafter Geschwindigkeit in einen nahezu vorbildlichen Ministerialbeamten. Das Herzogtum hatte nicht viele natürliche Reichtümer, recht besehen nur den Bergbau und junge Männer, die als Soldaten zu verwenden waren. Um beide Ressorts kümmerte sich Goethe mit großer Effizienz und um das Transportwesen, mithin um die Bedingungen der Möglichkeit von Import und Export. Es gibt namhafte Interpreten, die dieses Engagement als eine Art psychologische Botschaft an den Herrn Papa auslegten. Der Sohn will dem Vater zeigen, dass auch etwas Ordentliches in ihm steckte, nicht nur der Dichter mit seinen sattsam bekannten Liebesaffären. So lässt sich diese Interpretation grob zusammenfassen. Daran mag einiges, kann aber nicht alles stimmen. Denn Goethe hört in diesen Jahren naturgemäß nicht auf, Dichter zu sein. Über allen Gipfeln ist keineswegs Ruhe, wie er anlässlich einer Wanderung im Harz gedichtet hatte. Er bleibt Sänger. Er bleibt, wie er es in seinem Gedicht über den Rattenfänger ausdrückte, der lyrische Verführer. Dann ist der gut gelaunte Sänger mitunter auch ein Kinderfänger, der selbst die Wildesten bezwingt, wenn er die goldenen Märchen singt. Und wären Knaben noch so trutzig und wären Mädchen noch so stutzig, in meine Saiten greife ich ein, sie müssen alle hinterdrein. Es geschieht vielleicht aus diesem Gefühl heraus, wieder Sänger, wieder Verführer zu sein oder sein zu wollen, dass er beschließt, Weimar den Rücken zu kehren und sich in Italien ein neues Paradies zu suchen. Nein, nicht als der Dichter Goethe, sondern als der Maler Möller. In dieser romantischen Gestalt tritt er seine Reise an, die ihn zunächst über Regensburg und Innsbruck an den Gardasee, dann nach Verona und damit in den Norden seines, wie er selber sagt, seines Arkadiens führt. Der Bericht über dieses Abenteuer ist uns in einem zweibändigen Werk enthalten, der ganz schmucklos den Titel »Italienische Reise« trägt. Goethe-Forscher behandeln diese zwei Bände mit besonderem Respekt, weil sie neben Dichtung und Wahrheit, neben Kampagnen in Frankreich, vielleicht auch neben dem sehr späten Bändchen Novelle zu den autobiografischen Schriften des Dichters zählen. Hier schreibt Goethe
direkt über Goethe. Es gibt an dieser Stelle ein, wie ich finde, ziemlich überflüssiges editorisches Problem. Geschrieben hat Goethe den größten Teil seines Werkes relativ zeitnah, und zwar in der Form von Reisetagebüchern und Briefen. Erschienen, dem werten Publikum aufbereitet, wurden die Erinnerungen aber erst ein Vierteljahrhundert später, so zwischen 1813 und 1817, als Goethe schon wieder sehr viel mehr Goethe war als jener Maler Möller, als den er sich ausgegeben hatte. Klar, bei einer so späten Edition wird manches weggezupft, sauber gehakt, was ursprünglich noch, sagen wir, unverstellter Natur ausgesehen haben muss. Um Goethe zu verstehen, sollte man die italienische Reise vielmehr aus ganz anderer Perspektive betrachten. Da ist einmal die Präsentation der eigenen Person als ein Wesen, auf das ganz neue Erfahrungen wirken. Am Anfang sind das noch gleichsam verlässliche Erfahrungen, vertraute Erfahrungen. Goethe schreibt hier über Wissenschaftliches aus der Botanik, der Geologie, oder er notiert meteorologische Besonderheiten. Aber dann mischen sich kleinere Signale des Abenteuerlichen in den Text. In Malcesine wird er für einen österreichischen Spion gehalten. Vor Capri erleidet er fast Schiffbruch. Er trifft auf wunderliche Reisegenossen, verliebt sich über beide Ohren, merkt aber gerade rechtzeitig noch, dass die neue Flamme die Braut eines anderen ist. Dann drängt sich die neue Dimension, die Malerei, in den Vordergrund. Und der Dichter hatte sich ja Maler Möller nicht nur deswegen genannt, um eine andere Identität anzunehmen, nicht mehr, um, sei es ein effizienter Beamter, sei es der gefeierte Autor des Werther oder des Götz von Berlichingen zu sein. Nein, Goethe hatte nun tatsächlich vor, die Malerei als seine wahre Berufung anzunehmen. Und er kämpfte lange und mühevoll gegen die Einsicht, dass ihm dazu tatsächlich das Talent fehlte. Es kann ihm nicht mehr als ein mittelschwacher Trost nur gewesen sein, dass er immerhin in der Beschreibung von Kunst brillieren konnte. Triumphal war das auch nicht. Ein Dichterkollege sprach einmal den Wunsch aus, Goethe möge sich doch häufiger an seine eigene Maxime gehalten haben, über Kunst nur dann zu reden, wenn sie gerade in den Raum getreten sei. Und als 1817 die italienische Reise erschienen war und seine alten Malerfreunde in Rom die ersten Exemplare in die Finger bekamen, brach ein großes Hohngeschrei aus. Was hat denn dieser Herr Goethe alias Möller alles nicht gesehen? Und warum hat er gerade meine Werke nicht erwähnt? Und erinnert ihr euch noch, der Kerl hielt sich ja selber für einen Künstler. Keine freundlichen Worte. Nun werden aufmerksame Leser bei der Lektüre der italienischen Reise leicht feststellen, dass der Dichter tatsächlich ein paar Objekte übersehen hat. Was für ein dürftiger, was für ein törichter Vorwurf. Denn dieses Tagebuch handelt schließlich nicht von Italien, von Kunstschätzen, vom Zauber der Landschaft. Nein, es handelt von einem Menschen, der uns etwas von sich selbst preisgibt, der uns bewegt, weil er so anrührend unbeholfen mit Steinen anfängt oder mit meteorologischen Beobachtungen. Der schrecklich angibt, wenn er sich als Verführer beschreibt. Ein Mensch aber auch, der die Erfahrung gemacht hat, nicht jener Maler Möller geworden zu sein, als den er sich ausgegeben hat. Als er, ein Erfolgsautor, ein Powerbroker am Hof seines Herzogs, in die Kutsche nach Süden stieg. Für die Malerei war das kein großer Verlust und für Goethe war das ein großer Gewinn. Eine Lehrstunde in Demut und dem Umgang mit zerborstenen Hoffnungen.